Wer kennt's nicht? Rückenschmerzen oder mal einen Hexenschuss. Was du dagegen tun kannst, zeige ich dir in dem folgenden Video. Wenn man Rückenschmerzen hat, ist die Rückenmuskulatur oft verspannt. Und das ist eine Strategie unseres Gehirns, um uns vor etwas zu schützen, vor allem vor der Beugung nach vorne zu schützen. Und da kommen unsere Augen ins Spiel, weil unsere Augen der primäre Orientierungssinn sind, um uns in unserer Umwelt zu orientieren. Das heißt, unsere Augen steuern Bewegung. Und das Spannende dabei ist, dass wann immer wir unsere Augen nach innen stellen, wir also schielen, wir eher die Beugemuskeln aktivieren, wann immer wir in die Ferne gucken, eher die Streckmuskeln aktivieren. Und das machen wir uns jetzt zunutze. Dafür nimmst du diese Brockschnur in die Hand, ziehst die jetzt einmal in einer Armlänge vor dir hin und jetzt fängst du an, deine Augen von den Kugeln hin und her zu springen. Du fängst hinten auf der blauen Kugel an, fokussierst die, dass du eine Kugel siehst, springst dann mit den Augen auf die grüne Kugel und springst dann mit den Augen auf die rote Kugel, sodass du wirklich schielst. Dann machst du die Augen zu, machst die Augen wieder auf, fängst wieder bei der blauen Kugel an, springst dann auf die grüne, auf die rote, wieder Augen zu. Blau, grün, rot. Das Ganze machst du ungefähr 5 bis 10 Mal. Achte ein bisschen darauf, wie du darauf reagierst. Wenn deine Augen anfangen zu tränen oder zu spannen, ist das vielleicht schon zu viel. Aber bitte immer von der Ferne zum Nahen, sodass die Augen sich nach innen stellen müssen und die Beugemuskulatur aktiv ist. Wann immer wir Rückenschmerzen haben oder unsere Rückenmuskulatur sehr angespannt ist, werden wir auch wahrscheinlich viel weniger Bewegungsspielraum in unserem Brustkorb haben. Das heißt, unsere Atmung ist sehr eingeschränkt. Im Umkehrschluss, wenn wir unsere Atmung bewusster steuern und bewusster groß machen, haben wir Möglichkeit, unsere Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen. Dafür nimmst du einmal deinen Atemgürtel und legst dir den an die unteren Rippen. Den Atemgürtel kannst du relativ fest sitzend anlegen, je nachdem, wie viel Druck du erzeugen möchtest oder wie viel Feedback du über den Brustkorb haben möchtest. Wenn der schön eng sitzt, nimmst du die Hände unterstützend noch an deine seitlichen Rippen und fängst an, eine große Einatmung zu machen. Dabei sollte man nicht hören, wie du einatmest. Tief und lange einatmen. Dabei sollten sich die Rippen nach oben und außen bewegen und dann lange und langsam ausatmen. Davon machst du einige Atemzüge und sobald du das Gefühl hast, das klappt gut, dass die sich nach oben und außen bewegen, versuchst du die anderen Richtungen mit hinzuzuziehen, dass du dich nach vorne und nach hinten atmest. Stell dir also vor, du hast einen Ballon in dir drin, der sich in alle Richtungen zeitgleich aufdehnt. Auch hier nochmal eine tiefe, langsame Einatmung. Einen ganz großen und dicken Bauch atmen, kurz halten und langsam und locker wieder ausatmen. Davon ungefähr 5 bis 10 Wiederholungen und der Rücken sollte direkt entlastet sein. Bei der nächsten Übung nutzen wir einen kleinen neuronalen Trick. Du nimmst deinen Z-Vibe und schraubst den Zungenspatel drauf. Damit vibrieren wir jetzt deinen Rachen und deine Zunge. Diese Bereiche feuern in ein Hirnareal, was dafür zuständig ist, die Streckermuskeln zu beruhigen und zu entspannen. Bitte achte darauf, dass du den Spatel nicht so weit reinsteckst, dass du aufstoßen musst. Also Z-Vibe anschalten und dann in den Mund. Und dann kannst du die ganze Zunge entlang gleiten. Und oben, wenn du das aushalten kannst, an den Rachen kommen. Den gesamten Mundbereich einmal ausvibrieren, ungefähr für 20 Sekunden. Und dann einmal wieder lösen und einmal schauen, wie sich jetzt der Rücken anfühlt. Das waren 3 Übungen, die dir direkt bei Rückenschmerzen und dem Hexenschuss helfen können. Wir haben Augenbewegungen von fern nach nah gemacht, also die Augen nach innen gestellt. Wir haben große Atmung gemacht in unseren Brustkorb, also dass der Brustkorb sich in alle Richtungen öffnet. Und wir haben den Rachen- und Mundbereich vibriert. Wenn du mehr Interesse an anderen Neurovideos hast, kannst du dir die hier gerne anschauen. Lass gerne einen Kommentar da. Falls du Fragen hast, melde dich gerne und wir sagen bis zum nächsten Mal.